Warum ist das EduCamp ein Beitrag zu neuen Lernkulturen? Ich glaube, es ist ein Beitrag zu neuen Lernkulturen, weil es da selber eine darstellt. Also wie gehen Leute miteinander um, wie lernen sie zusammen? Und die Leute haben hier halt die Chance zu sagen, das will ich machen. Und andere reagieren drauf und sagen, ja, okay, da mache ich mit. Und was nicht ungewöhnlich hier ist, hier, dass Leute immer wieder neu aushandeln, wie wollen wir denn überhaupt arbeiten? Ich habe ein paar EduCamp-Sessions gesehen und da wurde dann plötzlich diskutiert, was macht ihr hier überhaupt gerade? Also fahrt ihr einen Film, das ist aber nicht meiner. Also es wird ganz viel auf der Metaebene diskutiert. Das finde ich faszinierend, dass das funktioniert parallel zu der inhaltlichen Auseinandersetzung. Und es ist ein Beitrag zu neuen Lernkulturen auch, weil hier viele Leute rumrennen, die das Ganze dann woanders hintragen. Also was haben wir denn? Lehrer, Weiterbildner, Leute aus der Uni, die dann merken, okay, dieses Tool, diese Idee, dieses Vorgehen kann ich woanders einsetzen und die nehmen es dann mit in ihre Arbeitspraxis. Ich bin gerade gefragt worden, warum ist Geocaching oder Educaching ein Beitrag zu neuen Lernkulturen und das ist vor allen Dingen deswegen so, weil man etwas außerhalb von Klassenräumen macht und im Prinzip dazu gezwungen wird, sozusagen diesen erweiterten Raum neu zu denken. Okay, warum ist der Flipped Classroom ein Beitrag zu neuen Lernkulturen? Naja, weil es jetzt ganz einfach ist, Online-Medien, also Medien online zu stellen, Videos zu produzieren, online zu stellen, allen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Produktion von digitalen Input-Materialien ist sehr einfach. Und wenn ich das mache, dann habe ich einfach ganz viel Zeit in meinem Klassenzimmer und in meiner Vorlesung, um ja, mit den Lernenden gemeinsam zu interagieren. Warum ist Wiki ein Beitrag zur neuen Lernkultur? Also ich denke, Wikis fördern vernetztes Denken und liefern auch die Chance, dass Schüler oder auch generell Studierende auch ihr Wissen erweitern oder ihren Horizont erweitern können und man kann halt relativ schnell und einfach damit arbeiten. Warum ist Open Content ein Beitrag zu neuen Lernkulturen? Ich finde, Open Content zwingt uns dazu, darüber nachzudenken, was eigentlich die Rolle der Lehrenden ist. Und die Rolle der Lehrenden haben wir bisher verstanden als einerseits den Transport von Inhalten zum Lernenden und andererseits als Unterstützung für den Lernenden. Aber beides haben wir so vermischt, dass uns nicht mehr klar ist, was machen wir jetzt an welcher Stelle. Und sobald Open Content jetzt frei verfügbar wird, also nicht mehr an den Lehrenden gebunden ist und jeder Lerner sich den irgendwo anders holen kann, stellt sich immer mehr die Frage, was heißt eigentlich für den Lehrenden eine gute Unterstützung für den Lernenden? Was ist es eigentlich? Und deshalb müssen wir im Moment sehr intensiv darüber nachdenken und ich glaube, das ist sehr heilsam für die Kultur des Lernens in dieser Gesellschaft. Warum ist Wikipedia ein Beitrag für neue Lernkulturen? Wikipedia hat vorgeführt, dass die gemeinsame Diskussion, Bearbeitung, Erstellung von Inhalten eine faszinierende Sache ist und sehr viele Leute zusammenführt. Und selbiges könnte im Bildungsbereich jetzt noch stärker werden. Warum ist ein Pad, Tablet-PC ein Beitrag zu einer neuen Lernkultur? Weil ich nicht nur mit dem iPhone in den Wald gehen kann, um zu recherchieren, sondern überall auch produzieren kann und das Internet in seiner ganzen Dimension immer dabei habe. Also mein komplettes digitales Gedächtnis in einer komfortablen Größe dabei zu haben, ist ein Vorteil für Tablets und damit auch ein Beitrag zur neuen Lernkultur. Warum ist das Zoom-Wiki ein Beitrag zu neuen Lernkulturen? Es ist frei, es ist offen, jeder kann mitarbeiten, jeder kann darauf zugreifen und man kann es auch jederzeit überarbeiten. Warum ist MOOC, Massive Online, Open Online Course, ein Beitrag zu neuen Lernkulturen? Das liegt daran, weil der Lernende ganz stark selbst ran muss, aber auch ran darf. Weil wie viele Angebote haben wir bis heute immer noch, wo der Lernende nehmen muss, was ihm vorgesetzt wird. Er muss das Lernziel fressen, er muss die Lernmethoden fressen und wenn er es nicht fressen will, dann muss er woanders hingehen. Und beim MOOC darf er selbst entscheiden, was er lernen möchte, wie viel, wann und vor allen Dingen auch wie und mit wem. Also eigentlich darf der Lernende alles entscheiden. Und das ist doch wunderbar, das ist doch wirklich eine neue Lernkultur, oder? Warum ist konstruktives Feedback ein Beitrag zu neuen Lernkulturen? Das ist deswegen ein Beitrag zu neuen Lernkulturen, weil es den Fokus auf den Lernprozess und auf das Positive und auf das Ergebnis lenkt. Und wenn man anderes Feedback hat, geht es immer um Bewertung. Warum ist außerschulische Jugendbildung ein Beitrag zu neuen Lernkulturen? Das ist ein Beitrag zu neuen Lernkulturen, weil wir die Möglichkeit haben, kreativ zu arbeiten. Und zwar nicht im formalen Stil, also sprich Schule, no offense.
Wir haben die Möglichkeit, wirklich uns mit den digitalen Medien auseinanderzusetzen, Medienkompetenz aktiv und im 1:1 zu erarbeiten und so einzusetzen, wie es die Zielgruppe gerne möchte. Also sie können kreativ werden, ohne den Druck der Notengebung dahinter zu haben.